Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craftopia. Heute, ja, wir gucken, ob wir ein paar Dungeons noch machen können. Und ja, wir gucken einfach mal. Ich würde sagen, wir gehen. Oh Gott, wo gehen wir denn hin? Ja, komm, scheiß drauf, wir gehen da hin. Wir haben ja gute Waffe, Geld, haben wir ein bisschen was, um die zu reparieren. Und ich habe die Sachen zum Reparieren nicht mitgenommen. Geil. Oh Mann. Egal. Wir kriegen das schon irgendwie hin. So, hier waren wir noch nicht auf der Map. Ich habe nur die Marktstände mitgenommen. Wow. Ja gut, muss ich nichts dazu sagen. Dann gucken wir mal, wo das erste Dungeon ist. Hier noch nicht. Wo ist das erste Dungeon? Hier ist nicht mal eine Kiste. Beschiss. Ich sollte vielleicht unterwegs mal Holz sammeln, falls ich so ein Typsi finde hier, der Holz will. Wow. So. Und das erste Dungeon. Oh, die haben wir schon Level 3. Aber Level 2, ja, okay. Die ganzen Kochressourcen hier drin werde ich nicht mitnehmen, weil ich brauche die einfach nicht mehr. Ihr habt es ja vorhin noch in der Kiste gesehen, oder in der letzten Folge, mehr als genug. Davon besitze ich noch mehr als genug. Deswegen interessieren mich hier drin halt hauptsächlich nur die Bosskämpfe und die Kisten, ne? Und es würde ja eh nichts Neues rausgeben, seht ihr? Ja, Kaktussalat werden wir uns gleich gönnen. Und die Nuggets hier genauso. Das sehe ich jetzt erst. Ich habe 658 Leben. Woher? Standard sind doch nur 500 noch was bei mir. Bleib stehen! Scheiß Vieh! Hier, noch so ein Pimmelvieh! Alter! Wo ist er denn? So. Ja, du zündest mich natürlich wieder an. Arschloch. Oh,
So, und hier gibt's Gegengifte. Nice. Das kann ja nur die Fleur-Gegner oder die Schlange sein. Mal gucken, ob man schon was sieht durch die Gitterstäbe da hinten, ne? Es ist die Schlange. Pfeile habe ich ausgerüstet. Okay. Huh, die ist ja direkt bei mir. Pfeil und Bogen hätte ich gerne. Hör auf, dich zu bewegen. Ah, der Bogen macht gut Damage, muss ich sagen. Boah, 1002? 1003! Alter! Na. Und komm, du bist doch gleich tot. Sag ich doch. Da bin ich mal gespannt. Ja, alles Sachen, die ich gar nicht mehr benötige. Baseballhelm und nochmal ein Lichtschwert. Das letzte musste ich ja verkaufen, ne? Ja, gut. So richtig krasser Loot ist es jetzt am Ende nicht geworden. Die habe ich mehr als genug, die Seeds. Ich wollte eigentlich einen anderen Endgegner haben. Dann schauen wir mal, wo das nächste Dungeon ist. Und mich würde mal interessieren, was passiert, wenn man hier runterfällt. Ob es da unten weitergeht oder nicht. Na komm, hoch hier mit dir. Ah, hier ist kein Dungeon. Schade. Oh, mal keine Kiste? Okay. Ah, okay. Seit neuestem gibt es hier Leitern. Ja, gut. Der hat einen Huhn bei sich drin. Wer weiß, was der abends mit dem anstellt. Das arme Hühnchen. So, hier ist dieser Holzheini. Da. Danke dafür. So, hier drüben war man schon. Da ist das Tor.
Ja, dann schauen wir mal hier drüben. Gibt's da eine Kiste? Natürlich nicht. Aber da hinten gibt's eine Kiste. Drei Schwerter gleich. Holy. Okay, warum ist das auf einmal so dunkel geworden, ne? Es gibt natürlich kein... Ah, es wird schon wieder Tag. Gibt natürlich keine Skalierung für die Gamma. Geil. Ein Glöckchen. Das nehmen wir natürlich mit. Aber wo ist das nächste Dungeon? Ich weiß, dass im Vulkan eins sein müsste. Oder hier oben. Ja, nice. Zweites Dungeon und eine Kiste. Die holen wir uns noch, weil wir gleich erstmal Zeug verkaufen werden hier draußen. Ja, das wird allerhöchste Eisenborn. Da sind die Märkte. Oh ja. Okay, das ist voll. Ja. Ah, nee, komm, weg damit. Nee, da passt doch eins rein. So. Hier unten Fische werden auch verkauft. Pilze brauche ich nicht. Die Dinger brauche ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Was ist das? Token of Venom Snake. Cool. Hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt sowas gibt. Und schon wieder eine Platin-X. Sag mal, hättest du mich einfach? Was fällt dir ein? Das blaue Elementding hätte ich gerne. Ich weiß immer noch nicht, was das gut ist, aber einfach mal mitnehmen. Oh, gut. Oh, hey, Slimes. Tschüss. 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 Und tschüss. Ah, eine Kiste ist da nicht zu sehen. Eier brauche ich nicht. Danke. Da habe ich zwei.
Enchanted Point? Lol, was war das denn? Wo ist das? Wo ist das hin? Core of Ice Crystal, okay. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen aufräumen, bevor ich zum Boss gehe. Den ganzen Schnarifax brauche ich nämlich momentan alles gar nicht mehr. Ja, okay. Und was erwartet uns? Oh, King Mono! Alter! Na komm, du bist doch gleich down. So wie jetzt. Ach Mann, ach Mann, ach Mann. Alles irgendwie wieder nur Zeug, was ich nicht wirklich brauche. Ja, ich glaube, ich werde in der nächsten Folge mal was anderes versuchen. Ne? Verkauft ist alles. Ja, stimmt, wir haben 231.000. Nice. Okay, wir gehen jetzt nochmal in den Vulkan, in das Dungeon. Wenn ich den Vulkan finde. Da hinten ist er. Und ich sehe noch eine Kiste. Die snacken wir uns auch noch. Ey, das hier war doch so ein komisches Heilwasser, wenn mich nicht alles täuscht. Ja! Ah, stimmt. Ich habe das ja geskillt, dass wenn ich lange genug schwimme, immer... ja, etwas finde. Aber natürlich Sachen, die ich nicht wirklich brauche... Oh Mann. Wow. Meine Schwerter. Warum bin ich schon wieder voll? 14, 4, weg damit. Ich wollte doch einfach nur zum Vulkan. Jetzt muss ich mir aber das hier mal ganz kurz markieren, denn ich würde gern vorher mein Inventar verkaufen. So.
Einmal alles verkaufen, bitte. Und hier auch noch. Den Fisch, das Ei, den Sack, das Horn. Ja, das war's. Die Fleischding hier, das werden wir uns mal gönnen. Okay, merken bei so einem Steinbogen. Na dann. Ich krieg das hin, ohne zu sterben. So, ganz kurz hier ausrüsten. Ah, Autosave. Boah, und weh, ich komme jetzt in den Dungeon, ne, wo ich hier mich hochbauen muss. Okay, ab hier brauche ich nichts mehr. Holy shit. Schade, die kann ich nicht abbauen. So, na dann. Letzte dann für heute. Was muss ich machen? Den Ball da reinbringen. Aber warum liegt der Ball hier und... Normalerweise kommt der von da oben runter. Ich kenne das Dungeon nämlich schon. Normalerweise kommt der Ball da runtergerollt. Nö, der taucht hier einfach auf. Wow. Dann müssen wir uns hier ein bisschen was einfallen lassen. Oh, das hier. Dadurch, dass das ja aus Stein ist, passiert da nicht viel. Und nochmal das. Meine Güte, jetzt mach doch mal hier. What the fuck? Das war knapp. So. Dann, wo sind die Wände? Da sind die Wände. Wie viel habe ich noch? Eine. So, da improvisieren wir mal kurz ein bisschen.
So, mein Ball, dann ab ins Loch mit dir. Nein, stehen bleiben. Oh, jetzt hör doch mal auf. Ein Schlag reicht vollkommen aus, Junge. Und der Ball ist drin. War ein leichtes Dungeon, muss ich sagen. Oh, was ist das denn? Titanbogen, okay. Ich habe doch gerade noch einen Bogen bekommen. Killerbow macht nur 100. Der macht 60. Und meiner macht 120. Und mit den richtigen Pfeilen über 1000 Damage. Wow. Yay! Wo geht's weiter da drüben? Großer Bogen, also dort hinten irgendwo. Irgendwo hier hinten habe ich das Zeug zum Verkaufen. Ah, da unten. Ich sehe es schon überm Gleiter. So, dann werde ich jetzt das Zeug verkaufen. Nochmal kurz in die Base zurückgehen und... Fuck you. Wow, ich finde sogar, wenn ich in Lava schwimme, was. Ja, ich werde das Zeug jetzt einsammeln, in die Base zurückgehen, verkaufen, was ich im Inventar habe. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.